Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit herzlich willkommen bei The Binding of Isaac. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich habe meine Steam-Bibliothek ein wenig durchstöbert und das ein oder andere Indie-Spiel gefunden, welches sich auch schon mal, also gerade dieses hier, wurde sich gewünscht und deswegen, und ich hatte das Spiel bevor das DLC, also ich habe, wie ihr seht hier, die Eternal Edition mit allem drum und dran, also es ist nur ein DLC mit drum und dran, bevor ich das hatte, habe ich es schon mal gespielt und jetzt möchte ich es auch einmal mit diesem DLC spielen und weiß, dass es sehr, sehr schnell gehen kann und deswegen gucken wir einfach, wie lange das dauert, wie viel Spaß wir haben und dergleichen. Falls ihr das Spiel nicht kennt, es ist sehr morbide, sehr, es hat einen sehr schwarzen Humor und es ist so eine Art Dungeon Crawler, bei dem man irgendwie versuchen muss, die Bosse zu besiegen und dann den Endboss, welcher auch immer dies ist, zu besiegen, bla bla bla, wir gehen ins Spiel. Genügend gequasselt. So, hier die Steuerung, WASD. Ich brauche meine Maus gar nicht, ich kann sie aus dem Spiel nehmen. So, schon so lange nicht mehr gespielt. WASD, Maustasten, die Pfeiltasten, E und Space. Ach du Schande. Das ist Isaac. Nein, ich weine, meine Mama möchte... Alter, das ist voll krass, voll die Probleme mit der Religion da. Also mit den, wenn das zu exzessiv ist. Wie auch immer, darum geht's nicht. Oben. Links hier über Isaac jetzt gerade sieht man die Karte. Und wir haben eine Münze. Wir können mit Tränen um uns werfen. Und wir haben drei Bomben. Ich nehme dich. Ne, warte, ich nehme dich. Weg. Denn ich brauche das Geld. Da oben ist nämlich ein Shop. Und das hier ist der Boss dieser Ebene. Man muss sich durch Random Generated Areas durchkämpfen. Und ich brauche auch noch einen Schlüssel da, ha? Und immer ein Boss nach dem anderen besiegen. Oh Gott, es geht schon los. Kopflose. Geh weg, weg, weg. Da ist eine Kiste, wo ich auch einen Schlüssel brauche. Die schwarzen Steine, wenn ich mich richtig entsinne, kann ich nicht... Also die hier kriege ich nicht mit den Bomben kaputt. Oh Gott. Ganz, ganz viele. Ich brauche eine vernünftige Waffe eigentlich.
Oder eine 50er. Munition! Alter, das ist doch... Dann fragt man sich auch, ob das Kind wirklich eine vernünftige, glückliche Kindheit hatte, wenn es so etwas geträumt hat. Wir haben einen Schlüssel. Da will ich mal noch hin. Ich habe noch... Das reicht noch genau. Ha! Neue Bombe. Und hier unten ist... Okay. Ganz schwierig oder ganz großes Problem ist auch, man kann immer bestimmte Sachen nur einmal verwenden. Also ein Schlüssel zum Beispiel, wenn der weg ist, ist der weg. Ah. Ich bin fast tot hier, hab nur noch zwei Herzen. Und wenn ich in einen Raum komme und dort etwas tue, dann ist es auch vorbei. Also ich kann ja nicht nochmal irgendwie die Gegner besiegen, um noch mehr Schlüssel zu bekommen oder sowas. Gut, hier ist nichts mehr in der Basement 1. Dann gucken wir mal nach der... Ich guck mal erstmal nach hier unten, was hier so ist, ihr Lieben. Goldenen Raum! Ah, ich kann ein... Ich hab Rosary, Faith Up! Woo! Ich hab 3 Herzen extra. Also es gibt hier auch eine... Dadurch, dass es random generated ist, kann man halt immer wieder neu spielen und jedes Mal ist es anders. Denn es gibt Unmengen an Boni und Add-ons, die man so bekommen kann. Und jetzt ist die große Frage, nehme ich die Kiste oder nehme ich den Shop? Ich werde die Kiste nehmen, weil ich habe eh noch kein Geld. Noch nicht wirklich. Noch ein extra. Ach, da ist was drinnen gewesen. Ach so. Und hier ist einfach hier. Okay, aber Karten. Ich weiß auch, es gibt auch einige Sachen, die natürlich neu dazugekommen sind. Aber jetzt sind wir gut ausgerüstet gegen den Boss, der jetzt kommen wird. Und zwar Monstro. Ich habe noch keine 50er Waffe. Der ist noch relativ einfach. Relativ. Die werden später auch immer schwieriger und komplexer. Na? Und ich habe das Spiel noch nie zu Ende gespielt. Ich habe es noch nie geschafft. Ja, ja. Guck mal noch ein bisschen. Okay, da. Viel Spaß. Ist wie Zelda. Ist im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Form von Zelda. Dark, so Evil Zelda, weißt du, so. Aua. So nach dem Prinzip, wenn Link Albträume hat, so richtig krasse psychische Albträume, dann sieht die Welt so aus. Ich weine nicht tot. Yay, halbe Leben. Und was haben wir jetzt Lustiges? Squeezy. Tier ab. Oh Gott. Unsere Augen. Okay, wir können weiter nach unten oder wir können... was soll ich sonst? Ab geht's in die nächste Ebene. The Basement 2. Kriegen ein Geschenk und da drin ist nur Scheiße. Ja, unser Leben war scheinbar nicht wirklich geil, ne? Isaac? Ach du Scheiße. Das war Arcade, aha. Kann ich mit Geld eintreten und... Weg. Noch kein... Okay, dich kenne ich zum Beispiel noch nicht. Geh weg. Du bist neu, mein Freund. Jetzt, ach, die können sich anzünden an dem Feuer. Komm her. Nee, komm mal nicht her. Geh mal weg. Stirb. Nee, das lasse ich liegen. Brauche ich momentan nicht. Ihr seht doch, das wird angezeigt. Oh Gott! Dass da noch ein Herz ist. Sterbt durch meine Tränen! Ich sagte, sterbt durch meine Tränen. Ach, Alter. Jetzt kannst du nicht mehr weg, wa? Dein Kopf sieht auch nicht gesund aus. Lass dich mal ein bisschen heilen. Da ist der Boss, okay. Eine Bombe ist noch echt nicht viel. Die Gegner werden auch immer komplexer und schwerer.
von Level zu Level. Und ihr habt jetzt gesehen, also die 5 Level, die das ist, das ist nur die Basement. Da kommt danach auch noch... Ah, verdammt, das war so klar. Ich brauche doch die Rüstung. Die kann ich doch sehr gut... Ah, ich treffe dich nicht. Ah, du stehst extrem schlecht. So, okay, da ist eine Bombe. Platzieren wir mal eine. Wir haben ja Nachschub bekommen. Und hier drin ist Geld und noch eine Bombe. Schön. Dann ist der Shop. Noch mehr Rüstung. Geil, wie viel Rüstung geschnappt. Ich könnte... Oh Gott. Auch die ganzen Steine wegsprengen natürlich, denn wir haben ja gesehen, dass da manchmal was hinter ist. Blut, hört mal bitte auf zu bluten. Das ist, irgendwer muss das ja auch aufwischen. Da müsst ihr auch mal daran denken, dass das hier irgendjemand dann sehr, sehr traurig sein wird. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Okay, wir machen hier auf. Oben war auch noch eine Kiste. Dann machen wir die erstmal auf. Gucken, ob ich da auch dran komme an die Kiste. Jetzt habe ich nämlich schon die eine Bombe, die ich hatte, kaputt gemacht. Nein! Na, da komme ich nicht ran. Das funktioniert nicht. So weit sprengt sie nicht, glaube ich. Oder? Versuchen wir es mal. Doch! Sehr schön. Drin ist ein Schlüssel. Okay, Option 1, der Shop. Option 2, dieser Raum da unten. Ich gehe, glaube ich, in den Raum da unten. Ein Pilz! Also hier kriegt man so Add-ons. Und wir haben den Odd Mushroom. Yeah, noch schneller schießen. Können wir sich noch irgendwie anzeigen lassen, was man hat? Ach doch, da seht ihr das. Wir haben... Sie machen ziemlich wenig Schaden, können aber sehr, sehr schnell schießen. Nein. Also gehen wir nochmal in den Laden. Nicht in den Laden, in den Karten und gucken, was da so ist. Okay, hallo. Genau. Ich nehme den. Nein. Der war falsch. Okay. Hier können wir uns Herzen. Hier können wir Herzen in Geld umwandeln. Und hier können wir spielen. Spielen wir doch mal ein bisschen. Toll. Nichts. Spielen wir noch ein bisschen. Alter. Machst du mich? Ich will was haben. Eine Bombe. Geld. Ah, sehr cool. Jetzt haben wir unsere eigene Pretty Fly. Die greift doch an. Okay, das reicht mir. Ich gehe in den Endboss-Kampf. Komm her. Stirb! Wer ist unser Gegner? The Duke of Flies. Gut, dass wir eine eigene Fliege haben. Also der ist schon ein bisschen nerviger, aber nicht wirklich schwer, habe ich das Gefühl. Wenn er spawnt zwar... Ach, ja, war klar. Unmengen an Fliegen. Die Fliegengröße entscheidet auch, wie viele Treffer die brauchen. Das sind halt einige größere und einige kleinere. Alter! Pretty Fly, greif doch mal an! Nicht, na bitte nicht. Stirb! Ah, da hat sie geschossen. So. Und es hat einen Boom gemacht. A radioactive spider has appeared. Aha. Wir nehmen erstmal die Peitsche. The Cat on Nine Tail. Gott, wir sehen nicht mehr gut aus. Guckt euch das mal an. Okay, warte mal. Dann gucken wir doch mal ganz kurz hier rein, oder? Geh mal weg, Herzchen. Herzchen, geh mal weg. Herzchen. Oh.
Das hieß irgendwas und ich weiß nicht mehr was. Redest du mit mir? Ich könnte was eintauschen. Ach, scheiße, was tauscht man? Wie lief das denn? Ich weiß nicht mehr, wie es lief. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Das. Brother Ruby. Ach, wir haben... ich habe drei meiner Rüstungen eingetauscht gegen diesen jungen Herr, der mit uns schießt jetzt. Sieht das aus? Der schießt jetzt auch. Sehr cool. Okay. Und so wird man von Stück zu Stück, von Ebene zu Ebene stärker. Selbst auf dem Klo wurde von anderen Schülern gehänselt. Ach, wie unfair. Ja, und unfair ist auch, dass ich jetzt die Folge hier beenden werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, ich werde noch einen spielen auf jeden Fall. Und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet. Ob ich mehr davon machen soll oder ob dieses kurze, diese zwei Folgen mal reinschauen reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange überlebe. Aber das kann sehr, sehr schnell sein. Der nächste Gegner kann mich töten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.